Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play die Sims 4, die Android Baby Challenge. Der ist gestorben. Unsere Handys haben wieder geklingelt. Ich wollte euch eigentlich erst später dazu holen, wenn die Nacht vorbei ist. Aber nein, unsere Wehen haben ein Baby im Krankenhaus bekommen. Mitmachen, Daumen drücken, dass es ein Mädchen wird oder mehrere Mädchen. Wir brauchen mal wieder Mädchen. Guckt euch mal an, wie wenig Mädels wir hier haben. So. Also, Doktor, was sagen Sie? Geben Sie mir bitte Mädchen. Oh, das ist süß. Aber wir kennen das ja, ne? Mittlerweile. Ein Junge, natürlich. Marco Polo. Aua. Enrico Willi. Komm, nimm ihn. Will. Ein Mädchen. Yay, ein Mädchen. Wir nennen sie. Ach Gott, mir eben hatte ich einen Namen. Paula. Hallo Paula. Ja, wie man meinen sehr einfallslosen Namen merkt, habe ich meinen Namensgenerator nicht. Vor allem, wir brauchen uns ja jetzt auch noch gar nicht um einen neuen Vater bemühen, weil unser Haus ja eh voll ist, wenn ich mich nicht täusche. Was ich eigentlich doof finde, warum finde ich das doof? Hör auf! Geh woanders, dich ausheulen, beobachten, Leckerli füttern, reden, nach Naga fragen. Kümmer dich um unsere Naga und dann kannst du gerne Knuddelwuddel umarmen. Und Ted, was machst du da hier hingehen? Du sollst bitte einmal vor dich herbrabbeln. Du musst nämlich deine Sprachfähigkeit verbessern. Und sobald Mia wieder da ist, kann sie das mit dir machen. Nein. Ja, ist der süß. Ja, ja, ja. Herumlaufen, herumlaufen. Oh, ist der süß. Mia, du kannst ja noch ein bisschen um Ted kümmern. Oh Gott, der ist so. Gott, der ist so süß, dieser Junge, ne? Hier hingehen. Hierhin geht. Wir arbeiten an seinen Fähigkeiten. Denken hat er schon eine 3 und Töpfchen hat er schon 2. Aber kann er gleich mal. Geh mal aufs Töpfchen, Maus. Kommunikation und der Rest fehlt ihm halt noch, ne? Vorm Studieren. Ach nein, das hat er schon. Stapeln. So. Du gehst einfach mal ernten. Wie sieht's bei dir aus, mein Lieber? Ja, sieht doch schon gut aus. Sieht doch schon gut aus. Du kannst auch einmal aufs Töpfchen gehen. Aufs Töpfchen gehen. Upsi, das wollte ich gar nicht. Was machst du da? Tanzen? Ach nein, nicht unterhalten. Achtung, vorsichtig. Du bist noch im Garten. Und danach kannst du dich mal darum kümmern. Oh, hier weint ja alles. Hier weint ja alles. Schmutzige Windel wechseln, füttern. Hüpfen. Windel wechseln, füttern. Kosen. Da müsst ihr noch ein bisschen warten, Jungs. Dann übt mal ein bisschen aufs Pipi-Klo zu gehen. Das können die ja auch 2, 3 Mal hintereinander machen. Dann kriegen sie immer ihre Sachen besser hoch. Dann geht das schneller. So. Guck mal, du könntest mal säubern. Hier sieht's aus. Nein, kannst du nicht. Warum liegt eigentlich ein Baseballschläger auf dem Fußboden? Gute Frage. Dankeschön. Oh Gott, entschuldigt. Wisst ihr, woran man eine gute Frage erkennt? Ne? Genau. Ihr könnt beide mit ihrem Doktor-Set hier spielen ein paar Mal. Ja, es ist Sonntag. Wir warten darauf, dass es Montag wird. Damit ich euch zur Schule schicken kann. Ihr müsst älter werden. Älter, älter, älter. So, jetzt sind die beiden in der Schule. Und wir können hier unserem eigenen Kindern mal bitte helfen, Eltern zu werden. Nicht Eltern, Eltern. Gott. Ihr seid beschäftigt, dieses Tablet ist toll. Naja, du musst mal, das ist voll gut, weil du kannst dann deine Bewegungsfähigkeit und deine Töpfchenfähigkeit trainieren. Schlagen wir 2 Fliegen mit einer Klappe. Ach, wir brauchen kein Geschenk. Ach, Will, Will, Will. Oh, Will ist... ein anhängliches Kind ist besser als vieles.
Süß mit dem Lama. Oh Gott, Will, du bist niedlich. Oh, und Rechnungen haben wir auch. Hi, Will. Oh, ja, alle sind sehr traurig. Es tut mir leid, Leute. Was soll ich tun? Sterben nun mal Menschen. Wir müssen auch Rechnungen bezahlen. Ne, Clevi? 6000. Was? Noch irgendwer weiterentwickelt? Alles verkaufen. Oh nein, ein heikles Kind. Ach, Paula. Paula. Oh, Paula. Oh. Oh, Paula. Sei mal nicht so süß. Immer noch sehr traurig und du flitzt durch die Gegend. Perfekt. Alle schicken uns Geschenke. Hallo. Mach Pipi aufs Klo. Ich bin der Beste. Ach ja, vier Kleinkinder. Das, was so richtig Spaß macht. Dann gucken wir uns die beiden mal an. Hallo, Paula. Warum habt ihr denn alle diese Rockhosen da an? Oh Gott, ist die süß. Hi, meine Süße. Oh, guck mal, wie süß sie ist. Das ist Paula. Ein sehr süßes Kind. Ein sehr, sehr... Oh. Und das ist unserer Will. Heißen die nicht irgendwie alle Will? Ah, mit seinen Sommersprossen. Oh, das Lama-Oberteil ist ja goldig. Sind die nicht niedlich mit den Spitzbüffeln? Badekleidung, Maus. Badekleidung. Da brauchst du das nicht. Ist er? Heißes Wetter, auch süß. Ja. Der Pullover, den kenne ich ja gar nicht. Ah, oh, mit so einem... Oh, wie süß die alle sind. Wie süß die alle sind. Oh, ich will den Fuchs. Wo war der Fuchs? Da ist der Fuchs. Oh, ist der süß. Wollen wir Merle mal ein paar andere Outfits verkaufen? Wenn wir schon mal hier sind, dann können wir doch unserer lieben Merle auch mal was Neues anziehen, oder? Eine neue Kombination für unsere Merle. Wir müssen mal dran denken, so süß das ja jetzt auch aussieht. Merle läuft 50% der Zeit richtig schwanger durch die Gegend. Also da, das ist... Das Konzept dieses Outfits ist ganz schön. Wollen wir das mal ausprobieren? Die Idee dahinter? Du brauchst doch eigentlich keine hohen Schuhe, ne? Ich meine... Brauchen wir eigentlich nicht. Was ist denn zwei... Ja, das möchte ich schon die ganze Zeit ändern. Das sieht schwanger nämlich immer so doof aus. Ein neues Top? Nein. Nein. Nächstes gerade Frühling, dann brauchen wir auch kein Weihnachtspullover. Oh, entschuldigt. Ach komm. No, es gibt leider nicht in der richtigen Mannschaft, dann kannst du es nicht tragen. Leider nein, leider gar nicht. Nein. Ja, ich habe immer noch nicht aussortiert. Ich habe immer noch die Blöden hier drin. Und ich werde es wahrscheinlich auch nie tun. Niemals. Weil ich hier keine Lust habe, die zu suchen. Weil ich gar nicht weiß, wie sie heißt. Das ziehen wir dir denn an. So ein Blazer fand ich vorher eigentlich voll süß an dir. Und du bist ein Blazer-Mensch. Auf jeden Fall eine andere Hose. Die ist schrecklich, diese Hose. Fürchterlich. Merle, was zieht man dir? Das ist süß, ne? 3. Das hat sie selten an. Das können wir alle behalten, dachte das. Und es wird jetzt Frühling, dann ziehen wir uns einen anderen Pullover an. Die Hose kann auch bleiben, die ist nämlich schön. Dann habe ich nämlich auch. Da bin ich vielleicht ein bisschen voreingenommen zu dem Thema schöne Hosen, aber ich finde, das ist eine wunderschöne Hose, Merle. Bitte. Nein. Meine ist rot. Das mag ich. Dieses lockere, aber dann nicht mit diesen schwarzen Schuhen.
Ja, sowas. Und dann letztes Outfit. Das hat sie auch schon ewig in 5 Tage an. Merle, 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 was machen wir denn nur mit dir? Ein Ritter. Als so vielfache Mutter, dessen. Ich habe die Zahlen vergessen. Also als Mutter, als 20-fache Mutter ist das, glaube ich, gar nicht so schlecht. Das ist so süß. Wir können ja mal ein Kinderzimmer mit diesem Potter-Ding einrichten. Haben wir einen kleinen Harry Potter-Fan zu Hause? Ich finde die Idee gar nicht so schlecht. Wenn wir das Kinderzimmer hier ein bisschen Harry Potter-gerechter einrichten. Da muss ich erstmal kurz nachdenken, wie die denn heißen, die Dinger. Pufferhead heißen die, genau. Ich entferne einfach mal alles. Man kann es ja immer wieder rückgängig machen. Ach, guck mal, da ist noch mehr an der Wand. Vor allem, ich habe die. Man sieht das, ich habe die Zimmer mir ja nur aus der Galerie geholt. Die meisten. Und nicht viel dran verändert. Es ist also okay, dass man sie hier rauslöscht. So. Zimmer leer. Dann geben wir an die Suche, geben wir Pufferhead ein. Pufferhead, natürlich richtig. Lassen ihn suchen. Bei alles. Mal gucken, ob das funktioniert. Theoretisch. Aber Theorie und Praxis liegen meistens weit auseinander. Vor allem Spiel, wenn du nach Pufferhead-Bettbezug suchst. Weg damit, weg damit. Ich möchte einfach nur nach Pufferhead suchen. Textsuche für Pufferhead. Ja. Ja. So, ein Doppelzimmer. Wir haben nämlich vorher ein Doppelbett weggemacht und dann brauchen wir jetzt auch ein Doppelzimmer. Wir nehmen ein Bettgestell. In einer bisschen helleren Farbe. Zweimal. Nein! Oh, ich hätte es nicht kopieren dürfen, oder? Na. Oh, merken wir uns, okay? Pufferhead. Los. Besser. In einer Farbe. Und dann kriegen sie einen Bettbezug von mir. Ich bin ja ein Ravenclaw. Nein. Öh, das ist viel zu kurz. Ach, das ist das Kleinkinderding. Ah, ich finde das auch mit den Sternen schön. Das ist viel zu hübsch, um es nicht zu nehmen. Der Beistelltisch kommt auch in den Farben. Und dann machen wir einen Schreibtisch. Reicht ja vollkommen, ne? So. Und ein Stuhl, ein Pufferhead-Stuhl brauchen wir auch in den Farben. Muss ja hier auch alles farblich zusammenpassen. Kann man hier diese Kissen nicht platzieren? Nein, kann man nicht. Okay. Jetzt wird die schöne Deko angebracht. Wunderschön. Oh, coolster Spiegel der Welt. Oh, wie cool. Ein bisschen Zauberutensilien müssen noch zusammen gesucht werden. Was ist das? Aha, ein Spiel? Cool. Die brauchen halt auch keinen Kleiderschrank, die Kinder, ne? Wir haben so viele Kleiderschränke. Und unsere Hausaufgaben machen sie eh nie an diesem Tisch. Und eine lilane Eule! Wir haben eine lilane Eule und ein Filmplakat. Henry Puffer als. Dann möchte ich bitte auch Iris Slimbledore. Und einen Vogelkäfig können wir auch holen. Noch mehr Poster. Ne, kein Poster. Ein Buch. Ah. Oh, wir haben einen Zauberstabbox. Zauberstabbox. Gib mir meine Zauberstabbox. Dann haben wir Süßigkeiten und einfach was ganz Simples. So ein Becher mit einer Schere und so drin. Das finde ich super süß. Den bekannten Pufferhead-Schal, aber den falschen Farben ändern wir gleich. Ich habe gerade ein bisschen Angst. Ich möchte nicht. Dann bin ich hier raus aus dem Menü. Oh, die Plüschfigur. Die Plüschpuppe. Süß. Eine Kerze. Ich packe einfach alles hier irgendwo hin.
Oh. Die ist so schön. Die hätte ich auch im echten Leben gern. Eine Lichterkette. Auf jeden Fall brauchen wir noch einen Hogwarts-Banner. Ja, das ging doch super schnell, weil wir uns wieder so viel Gedanken gemacht haben. Also wieder richtig viele Gedanken gemacht haben, wie wir dieses Zimmer denn richtig schön einrichten können. Ich wollte den Schal. Bitte blau-gold, ja. Bitte. Die Farben hier sind falsch. Oder? Nee, er ist einfach nur angeleuchtet. Glaube ich. Keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall ziemlich merkwürdig aus. Oh, eine Henry-Puffer-Schneekugel. Oh Gott, die sind so süß. Die sind so süß. Guck mal, hier gibt es auch die verschiedenen. Ach, wie schön. Danke an den Menschen, der das gemacht hat. Gemacht hat das. Miles Sims. Auch Tom da, ihr seht das. Super schön. Warum gibt es denn nur ihn? Ah, da gibt es noch verschiedene. Und sie. Aha. Und wir sind zwar nicht mehr in dem Alter, wo wir Mobilis haben, aber den Flug nach Hogwarts auf jeden Fall. Unsere Großen sind zu Hause und sie sind immer noch Zweierschüler. Aber sie haben beide ein Projekt mitgebracht, an dem wir hart arbeiten können. Was dann irgendwo hinpasst. Lass mich dieses Projekt hier irgendwo hinstellen. Du kommst nach draußen. Du kannst einmal deine Hausaufgaben machen und dann mit dem vorsichtig anfangen zu arbeiten. Schaffen wir schon. Hausaufgaben machen. Vorsichtig anfangen zu arbeiten. Was weinst du denn? Paula, was ist los? Paula, hör auf zu weinen. Paula, spiel hier mit den Klätzchen. Stapeln. Hochkonzentriert. Guck mal, Merle hilft euch sogar. Ach, Merle, du bist die Beste. Wir können ein paar Blümchen verkaufen. Apropos, wir können ein Bild verkaufen. Und ich weiß gar nicht, ob wir nochmal im Garten müssen heute. Oh, wir haben eine Ananas vergessen. Eine Ananas haben wir vergessen. Was möchtest du uns damit sagen? Ihr seid alle beschäftigt, ne? Finde ich supi. Toll, toll, toll. Aber wir können aufwischen und ein bisschen sauber machen in diesem Haushalt. Sonst sieht das hier bald noch aus wie bei Hempels unterm Sofa. Bila ist schon fertig mit ihren Hausaufgaben. Boah, Bila, wie schnell du bist. Ihr seid einfach die Besten. Ihr seid die Besten. Leckerli füttern, spielen mit. Und dann darf Bila anfangen, an ihrem Projekt zu arbeiten. Wer bist denn Mirko? Ach so. Apropos Mirko, wir müssen mit Jun hier. Jun, Jon, weiß es nicht. Mit dem müssen wir uns kontakten. Gucke mal, Bila, du bist so schlau. Oh, Bila. Du bist die Beste. Okay, ich würde sagen, dann machen wir hier auch Schluss für heute. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Wenn es heißt, Let's Play die Sims 4, die 100 Baby Challenge. Dankeschön fürs Zugucken. Tschüss.